Ja, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Themendeck. Ja, kam ja lange nicht mehr und ich habe jetzt auch endlich mal ein Themendeck gefunden, was mich wieder sehr interessiert und wo ich auch sage, ja gut, darüber musst du sofort eine Folge machen. Und dagegen habe ich so auch am Wochenende gespielt und zwar gucken wir uns das Themendeck Hexwerk oder Hexwerkerin oder Witchcraft an. Die sind ja gerade erst rausgekommen und ja. Gehen wir mal die Karten durch. Ich erzähle mal so, was ich davon halte und erkläre euch auch mal so ein bisschen die Effekte und lasse vielleicht auch mal so ein paar Kommentare von mir so mit einfließen, wie immer. Und falls ich bis zum Ende des Videos hin bei der Bearbeitung noch ein Deck finde, was man noch vorstellen kann, tue ich das natürlich euch natürlich auch hier in der Deckliste rein. Aber kommen wir erstmal zur ersten Karte und das ist die Hexwerkerin Hain oder Haine. Die ist Stufe 7, Finsternis, Hexer-Effekt, ATK 2, 4 und Def 1000 und ihr Effekt lautet, dein Gegner kann andere Hexermonster, die du kontrollierst, nicht als tiefe Karteneffekte wählen. Schnelleffekt, du kannst einen Zauber abwerfen und dann eine offene Karte wählen, die du kontrollierst, zerstöre sie. Du kannst diesen Effekt von Hexwerkerin Hain nur einmal pro Spielzug verwenden. Also erstens, richtig cool, weil sie sagt andere Hexer. Also nicht nur Witchcraft-Monster, nur andere Hexer. Das heißt, man könnte sie zum Beispiel auch in anderen Hexer-Decks spielen, wo man einen Stufe 7-Effekt-Monster schnell rauskriegen könnte. Das ist schon mal recht cool. Der Schnelleffekt ist eigentlich auch richtig generisch, weil du kannst halt eine Zauberkarte abwerfen und zerstörst eine offene Karte. Das ist ein recht guter Schnelleffekt in beiden Spielzügen. Also ist auf jeden Fall sehr solide. Und mit 2 4-ATK ist ja jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Als Stufe 7 Monster würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr ATK wünschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Def, aber okay, gut, da ist jetzt auch erstmal egal. Kommen wir zur Hexwerkerin Edel und muss mal kurz gucken, das ist die. Und zwar, sie ist Licht, Stufe 5, Hexereffekt, ATK 2000 und Def 2-3 und ihr Effekt lautet, Schnelleffekt, du kannst einen Zauber abwerfen. Beschwöre ein Hexwerkermonster, Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, außer Hexwerkerin Edel. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten und dann ein Hexermonster in deinem Friedhof wählen, außer Hexwerkerin Edel. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst jeden Effekt von Hexwerkerin Edel nur einmal pro Spielzug verwenden. Und das ist schon mal recht cool. Also der Schnelleffekt, du kannst wieder eine Zauberkarte abwerfen und du kannst halt auch dein Hexwerkermonster von Hans Spezial beschwören. Da würde sich zum Beispiel auch die Hain gerade lohnen, die wir gerade angeguckt haben. Ansonsten kann sie halt auch welche aus dem Grave wiederholen, was halt auch wieder richtig cool ist. Artwork gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut. Also wirklich schöne Mädels hier, die wir hier haben. Dann kommen wir mal zu der nächsten Karte. Und das ist die Hexwerkerin Chimita. Und zwar ist das Feuerstufe 4 mit ATK 1,8 und Def 600, auch für den Hexer. Während der Main Phase, Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Tribut anbieten und dann einen Zauber abwerfen. Beschwöre ein Hexwerkermonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck außer Hexwerkerin Chimita. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Lege eine Hexwerkerkarte von deinem Deck auf den Friedhof, außer Chimita, du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Richtig cool. Die füttert schon mal die den Grave, damit wir mit zum Beispiel mit Edel wiederbeleben können. Und wie auch jede andere Karte hier wirft sie wieder Zauberkarten ab und beschwört einen Hexwerkermonster vom Deck, was wieder so ein bisschen Spam ermöglicht. Das ist auch recht cool. Werden wir mal gucken, ob wir da noch irgendwelche geilen Ziele finden, die wir da reinpacken könnten. Ja, kommen wir aber zur nächsten Karte, nämlich das ist die Hexwerkerin Madame Vere. Und das ist die hier. Die sieht echt süß aus. Ist, glaube ich, auch eine Secret Rare. Und zwar Lichtstufe 8, Hexer, ATK 1,8 und Def 2,8. An die kann ich mich ehrlich gesagt sogar ganz gut erinnern. Die hat mich auf den Logos echt ein bisschen genervt. Und zwar, während der Schadensberechnung, falls dein Hexermonster gegen ein Monster eines Gegners kämpft, Schnelleffekt, du kannst eine beliebige Anzahl Zauber mit unterschiedlichen Namen in deiner Hand verzeigen, weil sie selbst dein kämpfendes Monster bis zur Ende des Spielzugs für die vorgesagte Karte 1000 ATK. Wow, das ist heftig. Also, desto mehr Zauberkarten man vorzeigt, desto mehr kann man die pushen. Und
das ist ein Push von über 5000 Live-ATK, wenn man halt wirklich 5 Towerkarten in der Hand haben sollte. Das ist echt heftig. Und dann der zweite schnelle Effekt: Du kannst einen Zauber abwerfen, annulliere bis zum Ende dieses Spielzuges die Effekte aller offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert. Du kannst jeden Effekt von Hexwärterin Madame Wehr nur einen Spielzug verwenden. Und der zweite Effekt hat es in sich. Ich meine, erstmal so ein Massen-Negate für alle Monster auf dem Feld und das nur vom Gegner. Wow. Ja, das hält einen schon richtig auf und. Ja, den Effekt muss man erstmal so ein bisschen rausbaiten und hoffen, dass man den auch annullieren kann. Die ist halt echt gut und die liegt mit 2,8 Def auch wirklich gut in der Verteidigung. Dann kommen wir zu der Pitore. Und zwar haben wir hier Hexerin Pitore, Wasser Stufe 3, Hexer-Monster mit ATK 1000 und Def 1,5. Während der Mainphase, Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Tribut anbieten und dann einen Zauber abwerfen. Beschwöre ein Hexwerker-Monster als Bezahlschwung von deinem Deck, außer Pitore. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Ziehe eine Karte, dann lege eine Hexwerker-Karte von deiner Hand auf den Friedhof, falls du keine hast. Verbanne deine gesamte Hand. Du kannst jeden Effekt von Hexwerker Pitore nur einmal pro Stück verwenden. Also erst schon mal der Mainphase-Schnelleffekt, dass man sie als Tribut anbietet und einen Zauber abwirft, um einen Hexwerker zu spezial zu. Um ein Hexwerker-Monster zu spezial zu beschwören und dann auch noch. Ne, das ist nur der Effekt, ja. Das ist schon mal ganz cool. Wir sehen uns ja gleich noch die Zauber an, von daher müssen wir mal gucken, was die noch so machen. Ob die damit irgendwie synergieren, wenn die in den Grave geworfen werden. Ich weiß halt bisher nur von den Zaubern, dass die halt alle zurück auf die Hand zurückkommen in der Endphase. Und der andere Effekt, du kannst einen Zauber abwerfen. Ja, warte mal. Genau, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, ziehe eine Karte, dann lege eine Hexwerker-Karte von der Hand auf den Friedhof. Das ist natürlich auch recht cool. Damit können wir unsere Spells wieder in den Grave reinlegen, um eine Karte zu ziehen. Ja, wie gesagt, wenn das Ganze miteinander synergiert, dann ist das natürlich ziemlich nice. Aber da werden wir mal gucken. Aber an sich ist die gar nicht mal so schlecht. So, kommen wir zum letzten Monster. Und zwar zur Witchcraft Pottery. Also zur Hexwerkerin Pottery. Und die ist Erde Stufe 2 mit 0 ATK und 2000 Def. Während der Mainphase, Schnelleffekt, du kannst die Karte als Tribut anbieten und dann einen Zauber abwerfen. Beschwöre ein Hexwerker-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck, außer Hexwerkerin Pottery, falls du keine Karten in deiner Hand hast. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eine Hexwerker-Karte von deinem Friedhof wählen. Füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst den Effekt nur once per turn aktivieren. Also man kann sie als Tribut anbieten und dann den Zauber abwerfen. Beschwört dann wieder ein Hexwerker-Monster als Spezialbeschwörung von seinem Deck. Das ist auf jeden Fall recht cool. Und der andere Effekt, dass man die Karte von einem Friedhof verbannen kann und eine Hexwerker-Karte, eine Witchcraft-Karte, kann man dann in den Friedhof wählen und wieder auf die Hand zurücknehmen. Das ist auch recht cool. Wie gesagt, ich habe das Deck leider noch nicht wirklich gespielt, aber die sagen halt auch nicht alle, welche Stufen oder was man alles haben will. Das heißt also, man kriegt die Großen sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell raus, was halt echt cool ist. Also, da muss man echt mal gucken. Ich muss das Deck echt mal selber mal spielen und mal gucken, was man da alles mit anstellen kann. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr offen an, was man damit alles machen kann. Ja, kommen wir zu den Zauberkarten. Da kommen wir zur Hexwerker-Dekoration. Das ist die hier, genau. Und zwar wähle Zauberfallen, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Hexwerker-Monster, die du kontrollierst. Gib die als zielgewählten Karten auf die Hand zurück. Während deiner Endphase, falls du ein Hexwerker-Monster kontrollierst, solange sich die Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen. Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielzug aktivieren. Heftig. Ich glaube, den Effekt, dass man die ein Hexwerker-Monster kontrolliert, dass man die auf die Hand zurücknehmen kann, das haben die alle. Man kann zaubernd Fallen wählen, bis zu Hexwerker-Monster, die man kontrolliert. Man merkt, man spammt recht viel. Ich habe auf dem Locals auch gesehen, man hat meistens 2-3 Stück auf dem Feld. Und kann die Karten dann auf den
auf die Hand zurückgeben. Das ist schon mal ganz nice. Als Schnellzauber auf jeden Fall. Es ist schade, dass hier nicht steht, dass der Gegner die Karten nicht unchainen kann oder ihn oder sowas. Das wäre halt noch besser, wenn der Gegner halt darauf nicht mehr reagieren könnte. Aber gut, okay. Ansonsten haben wir wirklich gute Karte, auch gegen Pendeldecks oder ähnliches, weil ich meine, der Gegner setzt seine beiden Scales oder ähnliches oder seinen Feed-Spell und einer von den beiden Scales oder bei anderen Decks, wo zum Beispiel gegen Dudraco, und du kannst halt wirklich einiges wieder zurückschicken, das kann echt gut sein. Ja, kommen wir aber zur nächsten Karte und zwar zu Hexwerker Pause. Und das ist die hier. Genau, ja. Wähle ein Hexwerkermonster in deinem Friedhof. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Das ist nice. Das ist echt nice. Während deiner Endphase, falls du ein Hexwerkermonster kontrollierst, solange sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst sie auf die Hand zurücknehmen. Das ist ja mal echt geil. Einfach mal eine Wiedergeburt hier für Hexwerker, die auf 3 ist. Ja. Also, das ist ziemlich gut. Vor allem, wir haben noch nicht mal irgendeine Condition, dass das Monster zerstört wird oder sonst irgendwas. Wir haben nicht mal irgendwas, das wir vorher erst erfüllen müssen oder sowas. Das ist echt gut. Das ist eine echt geile Karte. Das kann man halt wirklich nicht anders sagen. Das ist wie eine Monster Reborn. Alter. Okay. Gut, kommen wir zur Hexwerker Schöpfung. Füge deine Hand ein Hexwerkermonster von deinem Deck hinzu. Während deiner Endphase, falls du ein Hexwerkermonster kontrollierst, solange sich die Karte im Friedhof befindet, kannst du sie wieder zurück auf die Hand nehmen, ja. Okay, und die ist once per turn. Das ist halt auch ganz cool. Man kann halt jedes beliebige Hexwerkermonster sich rauszurchen. Das ist echt nice. Ernsthaft, das ist echt nice. Und wir haben ja die Kleinen, die auf jeden Fall was tun wollen. Und die etwas größeren, ich glaube, damit will man sich eher die kleineren raussuchen, weil man die ja gleich rufen kann und auch damit viel machen kann. Also, cool. Kommen wir zur Hexwerker Schriftrolle. Eine Pergamente Zauberkarte. Einmal pro Spielzug, wenn dein Hexermonster ein Monster durch Kampf zerstört. Du kannst eine Karte ziehen. Nice. Du kannst nur einen der folgenden Effekte von Hexwerker Schriftrolle pro Spielzug verwenden. In dem Spielzug nur einmal. Falls du abwerfen würdest, um den Effekt eines Hexwerkers Monsters zu aktivieren und das kontrollierst, kannst du stattdessen die Karte von der Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Und der andere Effekt, während deiner Endphase, falls du ein Hexwerker Monster kontrollierst, wenn sich die Karte im Friedhof befindet, kann man die wieder zurück auf die Hand. Nee. Du kannst diese offene Karte in den offenen Zauber- und Fallenzone zurücklegen. Offen. Das ist natürlich auch recht nice. Mich würde jetzt mal hier bei der Karte interessieren, ob man jedes Mal, wenn man Monster zerstört, eine Karte ziehen darf. Ich glaube nicht. Weil das ist nämlich auch once per turn. Ja, wie ich es gerade nochmal nachlese. Ja, gut, okay. Der Effekt zum Kartenziehen ist once per turn. Und den anderen Effekt könnte man dann. Mal kurz gucken. Ich glaube, den anderen Effekt, dass man den abwerfen würde, oder einen von den anderen beiden Effekte, könnte man dann, glaube ich, nicht mehr aktivieren. Ja, man kann halt nur einen Effekt von der Karte. Du kannst halt nur einen der folgenden Effekte aktivieren. Ach ja, stimmt, okay. Also die beiden letzteren Effekte, die gehen dann immer noch, wenn man wenn man was durch Kampf zerstört, kann man eine Karte ziehen. Das geht once per turn. Und wie gesagt, die anderen beiden, davon kann man dann nur noch einen pro Spielzug aktivieren. Gut. Das muss man halt auch wissen, weil es ist halt wirklich. Da muss man halt wirklich mal genau drüber lesen. Das ist beim Erstlesen halt nicht so klar geschrieben. So, kommen wir jetzt zur Hexwerker Seitenstraße. Das erste Mal, dass jedes Hexwerker-Monster, das du kontrollierst, in jedem Spielzug durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wurde, wird es nicht zerstört. Das ist sehr nice. Du kannst nur einen der folgenden Effekte von Hexwerker Seitenstraße pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Falls du abwerfen wirst, um den Effekt eines Hexwerker-Monsters zu aktivieren, das du kontrollierst, kannst du stattdessen diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Mhm, okay.
Und der andere Effekt ist, dass sie, wenn sie im Grave liegt, dass sie dann wieder zurück auf die in die Tower- und Fallen-Zone gelegt werden darf. Das ist auch nice. Das ist ein richtig schöner Schutz gegen Karteneffekte und auch durch Kampf. Und wenn man dann auch noch die wer war das? Die Hain draußen hat, dann ist es sogar noch besser. Das ist echt nice. Kommen wir zur letzten Karte. Und zwar kommen wir hier zur Hexwerker-Meisterstück. Falls du ein Hexwerker-Monster kontrollierst, wähle eine Zauber in einem beliebigen Friedhof. Füge deiner Hand eine Karte mit demselben Namen von deinem Deck hinzu. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers. Außer in dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde. Du kannst diese Karte und eine beliebige Anzahl Zauber in deinem Friedhof verbannen. Beschwöre einen Hexwerker-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck, dessen Stufe der Anzahl der Zauber entspricht, die verbannt wurden, um diesen Effekt zu aktivieren. Du kannst den Effekt von Hexwerker meistens nur einmal pro Spielzug aktivieren. Okay, man kann also nicht eine Zauber zurückholen in einem beliebigen Friedhof mit demselben Namen. Aber falls du einen Hexwerker-Monster kontrollierst, wähle einen Zauber in einem beliebigen Friedhof. Füge deine Hand eine Karte mit demselben Namen von deinem Deck hinzu. Wähle eine Zauber in einem beliebigen Friedhof. Okay, das heißt, man wählt einfach eine Zauberkarte im Grave und also egal ob von dir oder vom Gegner und kann diese sich dann aus seinem Deck raussearchen. Das ist echt nice. Das ist halt echt gut. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wenn Wiedergeburt zum Beispiel im Grave liegt vom Gegner, dann aktivierst du die Karte und sagst ja hier Wiedergeburt und addest dir einfach mal Wiedergeburt aus dem Grave. Aus dem Deck meine ich. Das ist echt nice. Das ist echt cool. Also, das muss man halt wirklich sagen. Und dann geht's noch weiter. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers in dem Spielzug, in dem diese Karte in den Friedhof gelegt wurde, du kannst die Karte. Genau, du kannst diese Karte und eine beliebige Anzahl von Friedhof verbannen und man kann dann ein Hexwerker-Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Der Effekt würde man halt nicht mehr aktivieren können, weil man kann ja nur einen Effekt pro Dings machen. Ich guck mal kurz durch. Ich glaube, die Alice, die ist schon neu. Deswegen werden wir die hier auch gar nicht durchgehen. Deswegen geht die hier mal kurz raus. Ich würde aber echt sagen, dass die Vera und die Hain, ich glaube, die sind sogar, ja, eigentlich, also eigentlich sind die drei Großen ziemlich gut für den Effekt, die Kleinen auch, aber ich glaube, ich würde damit eher die Großen rufen. Gut, muss man auf jeden Fall mal gucken, wie man das Ganze hier spielt. Ja, ich melde mich dann auf jeden Fall nochmal aus der Bearbeitung wieder zurück und dann gucken wir uns auch gleich das Deck an. Und gucken wir mal, wie man das so derzeit so spielt oder wie halt so die Decklisten aussehen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon bei der Deckliste. Und ich habe jetzt auch schon mal angeguckt, wie ein paar Leute das Ganze spielen. Habe jetzt die einfach mal ausgepickt. Ich verlinke euch ja natürlich alles unten in der Videobeschreibung und natürlich auch das Deck im Discord. Wir gehen das Ganze mal kurz durch. Ganz genau und genauer hier zu dem ganzen Thema mit dem Deck und alles, werden die allerdings noch ein extra Video zu machen, wenn euch das Ganze doch interessiert. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche kommen, mal gucken. Wir spielen hier eine Vera, eine Hain, drei Schmieter, drei Pitore, drei Ash, drei Pottery, zwei Instant Fusion, drei Extravaganz, drei Creation, ein Reasoning, Metal Force Fusion auf 1, Witchcraft Sabotage auf 3, Wiedergeburt, 3 Call It, ein Witchcraft Trapping, Magicians Left Hand, dann auch noch eine Witchcraft Troll, Magicians Restage, 2 Bystreet und eine Right Hand. Im Extra Deck haben wir 3 Linkoribo, 2 Cerberus, ein Phoenix. Ein Unicorn, ein Bowsword, ein Borrelord, 3 Restrick, 1000-äugiges Opfer und 3 lebensäugiges Opfer. Und hier haben wir noch ein paar Ideen, was wir noch zum Beispiel spielen könnten. Wie gesagt, ich probiere das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen aus und gucke auch mal, wie sich das Ganze spielen lässt. Und wie gesagt, alles ist verlinkt.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo oder auch ein Like da. Und schreibt mir auch ruhig mal in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet. Und wer bis hierhin in die, wer bis hierhin geschaut hat, kann auch gerne mal Hashtag Witchcraft reinschreiben. So, dann sind wir raus für heute. Und bis dann, haut rein. Ciao, euer Luffy.